Willkommen zu Objektiv. Schön, dass Sie dabei sind. Wir besuchen wieder den Bauern und zeigen, wie das Kalb enthornt wird. Wir besuchen den Burgenblocker, der uns seinen Arbeitsort zeigt. Wir besuchen wieder die Dekorateurin, mit der wir einen Rapsstrauß basteln. Vorher aber zeigen wir, was man sonst mit Raps machen kann. Hier wird Rapsöl abgefüllt, bevor es in den Verkauf geht. Doch was ist das Besondere an Rapsöl? Sind das gepresste gelbe Rapsblüten? Und wie entsteht das Öl eigentlich? Das zeigt uns die Familie Pilcher, die ihre Felder rund um Treckenach in der Vulkaneifel hat. Was passiert denn mit dem Raps, wenn der vom Feld unten ist, mit dieser großen Maschine hier? Ja, der wird hier hin in die Halle gefahren, wird abgekippt in die Box, wo sie hingehört, und wird dann abgedeckt und lagert. Wird erst dann rausgenommen, wenn der Bedarf dafür da ist. Wird aber vorher dann, bevor er zur Mühle kommt, nochmal gereinigt. Auf dem gleichen Hof wohnt die ganze Familie mit 3 Generationen. Man stellt sein Produkt vom Anfang bis zum Ende komplett selbst her. Die Rapsfelder sind rund um den Hof verstreut und die kleinen schwarzen Kugeln vom Raps werden geerntet mit riesigen Maschinen und im Betrieb weiterverarbeitet. Erst nach Bedarf kommen sie in die Produktion. Warum ist es Ihnen eigentlich so wichtig, dass bei Ihnen alles aus einem Betrieb kommt? Ja, wir achten darauf, dass keine anderen Getreidepflanzen mit aufwachsen, sodass wir wirklich den puren, reinen Raps auch pressen können. Die kleinen Kugeln werden sanft durch eine Spirale gedrückt und so löst sich die Schale von der gelblichen Frucht ab. Aus der Schale, die hier im kleinen Würstchen aus der Maschine kommt, werden Rapspellets gemacht. Das Öl können wir hier schon sehen. Es wird nichts hinzugemischt, sondern man hat das reine Öl aus dem Raps, das hier dann durch verschiedene Maschinen läuft. Auch die Abfüllung ist dann direkt im Nachbarraum. Durch einen Schlauch gelangt das Öl langsam in die Flasche. Darauf kommt der Deckel und der braucht nochmal einen Plastikverschluss. Mit einem Wärmegerät wird der Verschluss dann an den Deckel festgesaugt. Man hat und braucht nur kleine Mengen. Die werden dann in den normalen Flaschen oder in Dekorationsflaschen zum Verschenken auf umliegenden Hofläden verkauft. Die Ölmühle in Treckenach ist ein Familienbetrieb. Hat dann jeder seinen Bereich, für den er verantwortlich ist, oder macht jeder alles? Nee, es hat schon jeder seinen Bereich. Mein Vater, mein Bruder sind mehr für die Landwirtschaft zuständig. Meine Mutter und ich kümmern uns dann um die bürokratischen Sachen und was mit Abfüllen, Etikettieren, alles, was dann hinterher, sage ich mal, fürs Endprodukt notwendig ist. Rund um manche Rapsfelder stehen Bienenvölker. Hier kann man sicher davon ausgehen, dass sich Maja und Willi vom Raps ernähren. So entsteht Bienenhonig aus Raps, der im Nachbarort abgefüllt wird. Der Rapshonig ist natürlich für uns gut, weil wir dann Bienen an den Schlag bekommen und der Rapsbestand wird von den Bienen besser bestäubt. Je höher die Bestäubung ist, umso höher ist unser Ertrag. Das Kreuzblütengewächs wird in Treckenach zu 100% verwertet. Es gibt keine Abfälle. Diese Rapspellets werden zweimal gepresst, sodass wir keine Trocknung brauchen. Und die können dann verheizt werden in einer ganz normalen Holzpelletsheizung. Was wird damit geheizt, Ihr Haus? Wir heizen von hier aus das Haus, mein eigenes Haus, wo der Sohn wohnt. Und von meinem Bruder, der hat noch 2 Häuser. Die werden von hier aus bestückt, wird geheizt. Warmes Wasser wird komplett für alle 4 Häuser genutzt. Die Rapspellets haben einen deutlich höheren Heizwert als Holzpellets. Das muss man nutzen. Rapsöl finden wir im Alltag, auch in Margarine, aber auch im Motoröl. Doch zurück zum Kernprodukt, dem reinen Öl an sich. Mit Raps zu kochen ist cholesterinfrei. Die Pilchers verarbeiten nur eigene Produkte. Würde die gelbe Nutzpflanze von anderswo dazugekauft, hätte Herr Pilcher Bedenken, dass sich andere Pflanzen in umliegenden Feldern befunden haben, die den Raps verunreinigen. Da geht er lieber auf Nummer sicher. Der Raps wird hier nicht gepresst, um an das Öl zu kommen. Wieso denn nicht? Wir pressen nicht, wir drücken die Körner. Das heißt also, wir erhitzen nicht im Vorfeld, damit wir die Vitamine alle behalten können. Die ganze Familie hilft dem Betrieb mit. Tochter Astrid gehört zur 4. Generation und auch die Kinder sind schon dabei.
glauben, die Landwirtschaft hat Zukunft. Denken Sie, dass dann das auch von Generation zu Generation in Zukunft weiter vererbt werden kann? Das denke ich schon. Also der Sohn von meinem Bruder, der ist schon immer mit dabei. Mein Sohn, wenn der Opa am Feld ist, die sitzen am Traktor und Mähdrescher, da wird schon jetzt angepackt, ja. Die gelben Felder bringen richtig Farbe in die Landschaft. Schön, wenn man sowas auf dem Weg zur Arbeit sehen kann oder wohin man auch fährt. Schöner ist es, wenn man das Rapsfeld sogar mit nach Hause nehmen kann. Also einen kleinen Teil davon, als Dekoration. Wir wurden wieder von Monika Moritz eingeladen, die uns zeigt, wie das geht. Die Felder sind wieder gelb, wir haben Rapszeit und wir basteln jetzt mal was mit Raps. Was gibt's denn da heute? Also wir machen heute mal ein schönes Frühlingsgesteck statt einem Herbstgesteck. Der Raps ist jetzt wunderschön grün und wenn Sie zum Floristen fahren, erhalten Sie die auch schön als Gerchten. Wir haben dann hier jetzt noch ein bisschen was, einfach was jetzt zurzeit erhaltbar ist, was Sie zum Teil jetzt auch auf den Feldern finden würden, aber wir kaufen das schön beim Floristen, weil wir wollen uns nicht mit unseren Landwirten verärgern. Was brauche ich da alles? Das ist so ein Draht? Ja, Sie brauchen im Endeffekt nur Draht, braucht man dann die Sachen vom Floristen, Korn, aber man kriegt auch den Draht beim Floristen oder im Bastel-Deko-Geschäft. Sie kriegen auch teilweise die Grundlagen hier auch im Bastelgeschäft auch schon getrocknet. Mhm. Dann sind sie aber meistens leicht gelb. Hier beim Floristen erhält man die jetzt schön grün und weil sie eben noch frisch sind, weil die dort auch verwandt werden als Grundlage für verschiedene Gestecke oder für Kränze oder für Sträuße. Sieht immer hübsch aus jetzt, Korn. Jetzt um die Jahreszeit hat das diese schöne Grünverfärbung und hat auch diese wunderschönen Ähren. Wenn man ein paar Wochen weiter sind, verfärbt sich das alles in ein schönes, zartes Gelb, was nachher in ein Sonnengelb übergeht und dann wird es ja abgeerntet. Aber man kann das jetzt so wunderschön, das ist jetzt einfach mal so eine Grundlage. Wir haben jetzt unten drunter Raps gemacht, haben dann dazwischen das Korn einfach eingepflegt, dass wir das immer so ein bisschen schräg machen, damit das eine Fülle gibt. Wenn man das nur gerade, wäre es nur, wird es bei weitem nicht zu viel. Und das Teil könnte man nachher sogar auch an die Tür hängen, wenn das fertig ist. Und da kommt dann ein Band später drum? Da machen wir nachher ein schönes Band drum. Das kann dann jeder gucken, welche Farbe er nimmt. Das ist eigentlich egal, weil das grün ist, passt da jede Farbe zu. Man ist da ungebunden, braucht da jetzt nicht zu sagen, muss jetzt in dem Grünton sein. Nein, das darf auch ein blaues, ein gelbes, ein weißes oder braunes Band sein, wie man das möchte. Und der Raps hat ja jetzt Saison, aber wenn ich das jetzt in die Wohnung hänge, hält sich das lange? Ja, das hält sich. Das ist ja jetzt schon, der Raps ist jetzt verblüht. Das sind ja schon die Samen oder Fruchtstände. Das sind also jetzt die Teile, die auch trocknen. Es wird nachher vielleicht sich in der Farbe, wenn man es auch vor allem der Sonne aussetzt, ist das wie mit dem Korn auch, es verliert die Farbe. Es wird nicht dieses Grün behalten. Wenn man das aber jetzt irgendwo in die Wohnung an eine Stelle legt oder wo nicht unbedingt viel Lichteinfall ist, behält das relativ lange die Farbtöne. Es trocknet jetzt so bei, verändert sich ein bisschen, das ist ganz klar, das ist wie bei einem Blumenstrauß, aber im Grunde genommen kann man das so sehr, sehr lange aufheben. Jetzt nehmen wir das Band, es wird einfach nur drumherum geschlungen, um zu verdecken, dass wir darunter ein Stück Draht haben. Da haben wir einen Frühjahrsgruß mit dem allem, was vom Feld und von der Wiese ist. Und das legt man irgendwo hin oder hängt es, man könnte es sogar an die Tür hängen. Ja. Hinten mit einer kleinen Befestigung dran sieht das ganz hübsch aus. Und man kann es auch zum Kranz machen. Wenn man das Gleiche jetzt, das ist jetzt sehr breit und fächerig. Wenn man das jetzt kleiner arbeiten würde, würde man das eben rund binden, würde die Halme mitbiegen und würde auf diese Halme drauf dann die restlichen Sachen drauf. Dann hätte man einen kleinen Kranz. Das könnte man auch machen. Aber das ist mal eine andere Variante. Ich denke auch an der Tür, ein Willkommensgruß mal als Gesteck statt als Kranz. Kranz hat jeder. Ich bin Stier, zum Glück nur als Sternzeichen. Sonst müsste man ja Angst haben, dass jemand kommt und mir an die Hörner geht. Bei Kühen wird das gemacht. Die Hörner werden entfernt. Wozu das Ganze und wie das gemacht wird, zeigen uns die Landwirte von Agrikultur.
Moin, hallo, herzlich willkommen, neue Folge Agrikultur. Wir sind wieder hier am Kälberstall auf dem Futtertisch, den ihr von der letzten Folge ja schon kennt. Neben mir steht meine Schwester, die Mareike. Hallo. Die ist Agraringenieurin und arbeitet auch hier auf dem Betrieb und ist Fachfrau alles rund ums Tier. Und warum wir hier stehen heute, kriegen die Kälber, unter anderem Pebbles, die Hörner entfernt. Und das machen wir aus dem Grund, weil wenn die Kühe nachher im Stall sind und stehen teilweise dichter aufeinander oder werden zum Melken getrieben, können die sich mit den Hörnern gegenseitig verletzen oder die sind an Rangeln, verletzen die sich. Oder wir arbeiten ja auch ziemlich viel mit den Tieren im Kuhstall, und um uns selber halt zu schützen, werden die Hörner dann abgenommen. Bevor wir die Kälber enthornen, sedieren wir sie erstmal. Mit einem Mittel, Xylazin nennt sich das, das bekommen wir vom Tierarzt. Nach einer Viertelstunde kann man dann weitermachen. Da bekommen die Kälber ein Schmerzmittel, Metacam. Das nimmt 2 Tage die Schmerzen in dem ausgebrannten Horn. Dann kommt als nächstes der Brennstoff dran, der wird mit Strom aufgeheizt. Das heißt, die Spitze ist richtig heiß dann. Die wird auf das Horn draufgesetzt und so wird dann der Hornansatz verödet. Das heißt, die Nährstoffzuleitungen zum Horn werden verödet und deshalb kann das Horn nicht mehr weiter wachsen. Am Schluss wird auf das verödete Horn noch Zyklospray draufgesprüht. Das soll die Wunde desinfizieren und im Sommer auch vor allen Dingen die Fliegen schützen. Jetzt bekommt das Kalb ein Schmerzmittel. Die Kälber enthornen wir zwischen 4 und 6 Wochen. Möglichst jung, weil dann die Hörner noch nicht so viel gewachsen sind. Dann ist es einfacher wie später. Hier sieht man die Hornanlage. So, Mareike hat hier fertig enthornt. Hinter uns liegen noch alle Kälber und schlafen. Das dauert eine gewisse Zeit, bis das Mittel aufhört zu wirken. Ich hänge gleich noch eine Kamera oben auf, mache ein Zeitraffer-Video, damit ihr seht, dass sie wieder aufstehen, wie lange die Sache dauert. Und dann melden wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn noch ein neues Ereignis in dem Leben von Pebbles bevorsteht. Und verabschieden uns. Ciao. Der herkömmliche Journalismus wird immer mehr ergänzt von Menschen, die in ihrer Freizeit recherchieren und informieren. Ich kenne solche Leute, aber ich spreche jetzt gar nicht vom Bürgerfernsehen. Blogger sind auf dem Vormarsch. Das sind Leute, die regelmäßig Berichte zu einem bestimmten Thema auf eine Internetseite setzen, auf einen Blog. Das ist so angesagt, dass es mittlerweile auch bezahlte Blogger gibt. Auch zu einem bestimmten Thema, und das ist eines, das durchaus groß ist, um die 70 Kilometer lang. Schlummernde Schlösser und rostige Ruinen. Für die einen ist das Mittelrheintal ein Urlaubsparadies und für die anderen eine resignierende Gegend, aus der die jungen Menschen wegziehen. Eine Region voller Gegensätze. Da braucht es mal jemanden, der das Ganze einordnet und das berüchtigte Tal nach außen hin präsentiert. Aber auch nach innen soll er Diskussionen anregen. Die Menschen sollen sich mit der Region auseinandersetzen. Das ist die Aufgabe des Burgenbloggers. 2016 war das Moritz Meyer, der zweite, der von der Burg Zonnig aus hinaus in die Welt berichtet, was diese kleine Märchenwelt im Rheintal bewegt. Seine Vorgängerin im ersten Jahr wurde aus über 100 Bewerbern ausgewählt. Bei ihm lief das anders. Ja, die Rheinzeitung hat mich im Herbst 2015 angesprochen und gefragt, ob ich Burgenblogger werden möchte. Die kannten mich schon, also der Chefredakteur der Rheinzeitung kannte mich. Ich habe früher schon für die Rheinzeitung gearbeitet als Reporter.
Und nach einer gewissen Pause haben wir gedacht, das könnte eigentlich mal wieder ganz gut passen, wenn wir was zusammen machen. Ja. Und so kam das dann. Ich kannte das Burgenblogger-Projekt auch schon über Social Media, bin ich damit so ein bisschen in Kontakt gekommen, kannte das Projekt und fand es eigentlich super cool. Da musste ich auch nicht lange überlegen, sondern habe relativ schnell zugesagt, das mache ich. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Burg. Ja. Aber hättest du jemals gedacht, dass du mal auf einer Burg wohnst? Nee, natürlich nicht. Also vorstellen, auf einer Burg zu wohnen, das kann man sich ja eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, für die meisten Leute auch was Komisches. Viele Leute denken ja, Burgen werden nicht mehr bewohnt oder sind nicht mehr bewohnbar. Aber ja, Mittelrhein, da gibt es einige Burgen, auf denen noch Menschen wohnen, also auch tagtäglich wohnen. Und jetzt ist die Burg Soneck eine davon, ja. Unsere Kamera darf in die Küche, die extra für den Blogger eingerichtet wurde. Er musste sich daran gewöhnen, dass er für 6 Monate im Mittelpunkt steht und Menschen herkommen, die wissen wollen, was das Leben auf der Burg vom Alltag im modernen Leben unterscheidet. Also mich hat das am meisten interessiert. Der Komfort ist ein bisschen geringer, man darf es sich jetzt aber auch nicht zu spartanisch vorstellen. Also ich habe schon fließend Wasser und ich kann auch heizen, wenn es sein muss. Das ist also alles in Ordnung. Die Küche, die ich hier habe, die ist, glaube ich, besser als die Küche, die ich zu Hause habe mit einem Induktionsherd und so weiter. Aber es gibt natürlich auch so Widrigkeiten. Also jetzt hatten wir hier mal eine längere Schlechtwetterphase im Juni mit ziemlich vielen Unwettern und so. Da hat es dann reingeregnet bei mir, auch durchs Dach. Das muss jetzt neu gemacht werden. Die Fenster sind dann nicht richtig dicht. Da war es schon auch recht feuchtes Klima und das habe ich auch gesundheitlich so ein bisschen gemerkt. Da ist man irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen erkältet. Von überall werden Fotos gemacht, die blitzschnell im Netz landen. Auch Videos macht der Journalist einfach selbst, hat sich dafür auch eine Ausrüstung mit Beleuchtung zugelegt. Er berichtet dann aus seinem Schlafzimmer. Aber die Burg Soneck ist nur eine von rund 40 Burgen auf 70 Flusskilometern. Mit dem Burgenblogger Cabrio reist er durch das ganze Tal zu Veranstaltungen und Important Places. Seine Familie wohnt eigentlich nördlich von Rheinland-Pfalz. Du bist jetzt ein halbes Jahr lang unterwegs, grob zwischen Mainz, St. Goar und Koblenz. Was ist denn an dieser ganzen Region das Besondere? Du hast hier einerseits eine einzigartige Landschaft in Deutschland, so diese Schluchtenlandschaft, dieses tief eingeschnittene Tal. Das findest du so in Deutschland nicht. Und trotzdem ist es eine Region, die es so schwer hat, sag ich mal, so ihren Platz zu finden. Was will sie eigentlich sein? Wovon sollen die Menschen hier leben? Und das führt zu vielen Widersprüchen. Das führt dazu, dass es hier ja auch Konflikte gibt, dass es hier Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Und das finde ich natürlich als Journalist total spannend, das zu begleiten, das mitzuerleben, vielleicht auch Anstöße zu geben und da so meine Eindrücke mit reinfließen zu lassen in diese Prozesse. Ja, also du siehst da die Möglichkeit, auch die Gespräche ein bisschen anzustoßen, damit da ein bisschen Belebung reinkommt. Das ist natürlich die Hoffnung, dass der Burgenblogger, wenn er hier ist, auch ein bisschen was bewirken kann. Und als Journalist, das, was man immer machen kann, ist, man kann Dinge thematisieren, die vielleicht unter der Oberfläche sind. Oder man kann Denkanstöße geben, man kann zusätzliche Perspektiven reinbringen, man kann Diskussionen in Gang setzen. Das ist das, was der Journalist hier machen kann. Ich kann nicht selber hergehen und hier Probleme lösen, die es gibt. Ich kann hier nicht den Barmlärm wegzaubern oder ich kann hier aber auch nicht den Leuten neue touristische Konzepte entwickeln. Aber ich kann Anstöße bringen, ich kann hier Leute in die Diskussion reinholen, die vielleicht vorher nicht so präsent waren. Ich kann Dinge aufzeigen, die Bewohner vielleicht selber gar nicht so mitbekommen haben, dass es das hier gibt und dass da ganz viel Potenzial drin steckt zum Beispiel. Das sind Dinge, die ich machen kann und die mir auch wahnsinnig viel Spaß machen. Eine Burg hat 1000 versteckte Plätze auf verschiedenen Ebenen. Von überall hat man einen anderen Blick auf die Rheinschiffe und das Tal oder hinüber zum Steinbruch. Tagsüber sind die Touristen hier. Abends hat Moritz Meyer dann die Burg ganz für sich alleine. Gehst du auch manchmal allein hier durch die Gänge, um das einfach zu genießen? Ich habe die Führung jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Mal schon mitgemacht. Ja. Und weil selber führen. Ja. Die Ausstellungsstücke sind zugekauft. Am Rhein blieb nicht viel übrig von mittelalterlichen Möbeln. Und das Mobiliar heute stammt aus der Zeit der Preußen. Im Sommer aber ist man nun mal gerne draußen, wenn man diesen Blick genießen darf. Ich wollte dich eigentlich nach deinem Lieblingsplatz fragen, aber du hast uns direkt hierher geführt. Warum ist das dein Lieblingsplatz hier?
Ich sitze hier einfach ganz gerne, gerade abends. Erstmal bin ich hier sofort draußen, wenn ich aus meiner Wohnung rauskomme. Und ja, hier ist dann so ein kleines Bänkchen. Man sitzt hier, guckt direkt auf den Rhein. Das ist herrlich. Da sieht man die Schiffe vorbeifahren, hat einen Blick auf die Weinberge gegenüber. Und ja, das ist, kann man ein bisschen so die Sonne untergehen lassen hier. Die Sonne ist schon tausende Male über der Burg aufgegangen und untergegangen. Aber haben alle diese Mauern wirklich die Zeit von Rittern, Burgfräulein und Minnegesang erlebt? Wir sehen hier eine total romantische Burg. War das im Mittelalter auch so oder ist es nur noch ein Rest von dem, was es wirklich mal gab? Also soweit ich weiß, ist diese Burg hier schon eine sehr romantisierte Vorstellung. Die ist ja mehrmals zerstört und wieder aufgebaut und wieder zerstört und wieder aufgebaut worden. Und so wie wir sie jetzt sehen, das ist so eine idealisierte Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, wie sich die Menschen damals eine Mittelalterburg vorgestellt haben. Aber so ist das ja, man hat immer so seine Vorstellung von der Zeit und was man mit den Burgen machen kann. Heute lebt halt ein Burgenblogger hier auf der Burg und bloggt im Internet darüber, wie ist es auf einer Burg zu leben. Und so erfindet man eine Burg immer neu und das finde ich ist ja auch das Schöne an diesem ganzen Projekt. Ja, es gibt ja nicht nur Sonix, sondern ganz viele Burgen hier, die nach einem neuen Stil neu aufgebaut wurden, so wie man sich das Mittelalter vorgestellt hat. Hast du eine Ahnung, woher das kommt, dass die Leute so begeistert sind vom Mittelalter und das so cool und romantisch finden? Also ich glaube, diese Burgen, die erinnern einen einfach so ein bisschen daran, wie ist das früher gewesen. Also die ermöglichen so einen Blick in die Vergangenheit. Ja, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, das lehrt einen ja auch immer so ein bisschen was über die Gegenwart und wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind. All diese Themen spielen da eine Rolle. Und am Ende des Tages ist es natürlich einfach immer ein großes Abenteuer, gerade so für jüngere Besucher auf so einer Ritterburg rumzukraxeln und alle möglichen Winkel und Ecken auszukundschaften. Das macht natürlich auch einfach riesen Spaß. Würdest du gern noch länger hier wohnen oder reicht es dann auch nach einem halben Jahr? Ich weiß noch gar nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn ich hier weggehe. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es wird sicherlich Wehmut dabei sein, weil es war eine tolle Zeit dann hier. Also es ist jetzt noch eine tolle Zeit. Aber andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, hier im Winter zu wohnen. Da bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, dann wird es doch arg kalt und ungemütlich hier. Am Ende der Saison hatte sich Moritz Meyer dann von der Burg Sonix verabschiedet. Und wir sind gespannt auf neue innovative Projekte rund um die geschichtsträchtige Region. Klar gibt es auch dieses Jahr wieder Projekte. Darüber können wir uns gerne bei Facebook austauschen. Ich freue mich auf den direkten Kontakt. Im Fernsehen sehen wir uns auch im Sommer wieder, denn wieso eine Sommerpause machen, wenn der Sommer in Rheinland-Pfalz so viel zu bieten hat? Wir bleiben fürs Objektiv. Tschüss!